Hallo Leute, in dieser Folge werden wir darüber reden, welche Funktionen die Nebennierenrinde hat, wie diese Funktionen reguliert werden und welche klinischen Auswirkungen bei Fehlfunktionen der Nebennierenrinde auftreten können. Viel Spaß! Nebennierenrinde und Nebennierenmark besitzen sehr unterschiedliche Funktionen. Während das Nebennierenmark Katecholamine, vor allem das Adrenalin, produziert, speichert und dann im Notfall freisetzen kann, bewirkt die Nebennierenrinde auf andere Weise ihre Funktionen, sogenannte Steroidhormone. Steroide wirken im Vergleich zu Katecholaminen viel, viel langsamer, aber über die Zeit haben sie extreme Auswirkungen über die Funktionsweise unseres Körpers. Die Nebennierenrinde ist in drei Schichten aufgeteilt. Jede Schicht synthetisiert eine Gruppe von Steroidhormonen. Die äußerste Schicht spielt eine kritische Rolle in der Blutdruckkontrolle, insbesondere in der Kontrolle des langfristigen Blutdrucks. Wenn es, sagen wir, zu einem Blutverlust kam, bei einem Konflikt kam es zu einer Verletzung und wir haben Blut verloren. In der kurzfristigen Frist wird unsere Adrenalinfreisetzung unseren Blutdruck stabilisieren, aber für die langfristige Regeneration ist es sehr wichtig, den Blutdruck und das Blutvolumen nachhaltiger zu stabilisieren. Um das zu erreichen, wird diese Schicht der Nebennierenrinde erhöhte Mengen von dem sogenannten Aldosteron produzieren. Aldosteron hat wiederum die Auswirkung, Salz zurückzuhalten. Und mit mehr Salz im Körper wird das Blutvolumen auch wieder zunehmen. Die Hauptwirkung der äußersten Schicht ist also eine Blutdruckzunahme durch eine Salzzunahme mittels des Aldosteron. Wenn sich aus irgendwelchen Gründen ein zu hoher Blutdruck eingestellt hat, sorgt dann dieses System dafür, dass dieser zu hohe Blutdruck stabilisiert werden kann. Die nächste Schicht macht den größten Teil der Nebenniere aus. Diese Schicht ist entscheidend für die Bildung eines langfristigen Stresshormones. Der wichtigste Vertreter von dieser Gruppe der Stresshormone ist das sogenannte Cortisol. Eine wichtige Wirkung von Cortisol ist, dass es den Blutzuckerspiegel erhöht, was auch eine mittelfristige Anpassung auf Stresssituationen ist. Langfristig hat es auch große Auswirkungen auf die Körperzusammensetzung. Eine große Menge Cortisol wird in den Morgenstunden freigegeben und hat dann die Auswirkung, uns auf den Tag vorzubereiten. Eine gewisse Menge an Cortisol ist lebensnotwendig. Zu viel Cortisol kann aber zu schweren Nebenwirkungen führen, beispielsweise Gewichtszunahmen, Abnahme der Knochendichte, Hautschäden und so weiter. Die zweite Schicht sorgt also für eine Beeinflussung des Blutzuckerspiegels und der Körperzusammensetzung mittels Cortisols. Die innerste Schicht der Nebennierenrinde synthetisiert Sexualhormone. Deren Produktion läuft unabhängig von der Produktion in den primären Geschlechtsorganen. Diese Sexualhormone haben sowohl männliche als auch weibliche Wirkungen. Das ist auch der Grund, warum sowohl Männer weibliche und Frauen männliche Hormone besitzen. Und diese Hormone bewirken beispielsweise die Körperbehaarung. Diese Schichten haben jeweils lateinische Namen, da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das aber auch in der Beschreibung des Videos nachlesen. Die Ausgangsbasis für die Herstellung aller dieser Steroide ist das Cholesterin. Je nach Modifikation dieses Cholesterins wird dann entweder Aldosteron oder Cortisol oder eine Art von Sexualhormonen hergestellt. Dadurch, dass diese Steroide so einflussreiche Hormone sind, ist es sehr wichtig, die Produktion genauestens zu kontrollieren. Das Ziel des Körpers ist es, das langfristige Niveau relativ konstant zu halten, also extreme Exzesse zu vermeiden und auch extremen Mangel zu vermeiden.
Das erfolgt in übergeordneten Organsystemen. Fürs Cortisol findet das Ganze im Gehirn statt, und zwar über den Hypothalamus und die Hypophyse. Und alle diese Systeme sind so Feedback-Loops unterworfen. Im Falle des Cortisol für den Blutzucker und die Körperzusammensetzung läuft das Ganze etwa so ab. Das Gehirn kann indirekt die Cortisolproduktion steuern. Es tut es, indem es gewisse stimulierende Hormone in das Blut absendet. Diese sind notwendig, um diese Schicht der Nebennierenrinde zu stimulieren. Die Freisetzung von Cortisol bewirkt dann im Gegensatz wieder die Hemmung der Freilassung dieser Hormone. Im Falle der Aldosteronproduktion erfolgt dieses Feedback im Zusammenspiel mit der Niere. Die Niere hat Sensoren für den Blutdruck. Und wenn ein niedrigerer Blutdruck festgestellt wird, beispielsweise weil eben ein Blutverlust eingetreten ist, wird die Produktion von Aldosteron angeregt. So ähnlich wie beim Cortisol mit der Hypophyse bewirkt dann ein hoher Spiegel von Aldosteron wieder eine Hemmung von diesen stimulierenden Faktoren, sodass dann wieder ein langfristiges Gleichgewicht erzielt wird. Es kann auch bei der Nebennierenrinde wieder zur Bildung von Tumoren kommen. Diese Tumore sind normalerweise hormonell aktiv. In diesem Szenario hält sich dann wieder die Nebenniere, also diesmal die Nebennierenrinde, nicht an die Vorgaben des Organismus. Es kommt also zu einer großen Überproduktion von Nebennierenrindensteroiden. Je nachdem, welches Hormon überproduziert wird, gibt es unterschiedliche Namen dafür und gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Ein wichtiges Beispiel ist die Überproduktion von Cortisol. Ein chronischer Überschuss an Cortisol führt zu charakteristischen Änderungen des Körpers. Zum Beispiel kommt es zu Gewichtszunahme, vor allem Fettumverteilung. Es kommt zu Veränderungen des Blutzuckerspiegels. Es kommt zu Veränderungen des Gewebes. Und das wird bezeichnet insgesamt als das sogenannte Cushing-Syndrom. Cushing-Syndrom bezeichnet die Veränderung aufgrund eines Anstiegs von Corticosteroiden. Etwas Ähnliches kann auch mit den Aldosteron produzierenden Zellen passieren. Kommt es dann eben entsprechend zu sehr hohem Blutdruck oder zu Elektrolytstörungen. Also dies sind alles Auswirkungen dadurch, dass dann in diesen Fällen die Nebennierenrinde einfach ein Eigenleben entwickelt und sich nicht mehr an die Anforderungen im Körper hält. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es auch zu einem schweren Mangel von Nebennierenhormonen kommen. Zum Beispiel kann bei manchen Leuten das Immunsystem Teile der Nebennierenrinde attackieren und zerstören. Folge davon ist dann, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, Cortisol zu produzieren. Der Name von dem ist das sogenannte Morbus Addison. Und das ist eine lebensbedrohliche Sache, weil Cortisol ist einfach ein lebensnotwendiges Hormon. Und wenn das nicht erkannt wird, kann das sehr schwerwiegende Auswirkungen haben. Wie man sehen kann, ist die Nebennierenrinde ein Zentrum der Steroidproduktion und hat somit mächtigen Einfluss auf die Zusammensetzung unseres Körpers. Die Evolution hat das Ganze erkannt und hat dadurch eine Reihe sehr, sehr guter Regulationsmechanismen entwickelt. Darum müssen wir uns auch nicht viel Gedanken normalerweise um unsere Nebennierenrinde machen. Bei Überschüssen oder Mangel der Produktion von diesen Hormonen, zum Beispiel durch eine Autoimmunzerstörung der Nebennierenrinde oder durch einen Tumor, kann es aber sehr schwere Auswirkungen haben. Es ist somit entscheidend, dass dieses System nicht aus den Fugen gerät. Aus diesem Grund war die Nebenniere der erste Hidden Champion in unserer Serie. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt auf Abonnieren und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmann.